Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Standardlastprofil. Das Standardlastprofil ist ein ganz klassischer Begriff in der Energiewirtschaft. Er ist Teil der Bilanzierungsaufgaben, der Jahresverbrauchsprognose und grundsätzlich des gesamten Energiedatenmanagements. Aber was steckt eigentlich dahinter? Was ist ein Standardlastprofil? Das zu beantworten ist relativ einfach. Schlussendlich ist ein Standardlastprofil ein durchschnittliches Verbrauchsverhalten einer bestimmten Kundenkategorie über den Tagesverlauf hinweg. Wenn man es darstellen möchte, ist das klassischerweise ein Koordinatensystem, in welchem sich dann ein Graph bewegt. Auf der vertikalen Achse gibt es praktisch die Energiemenge, die verbraucht wird, und auf der horizontalen Achse den Tagesverlauf, die Stunden. Und das Standardlastprofil ist jetzt ein Verbrauchsgraph, der über diesen Tagesverlauf hinweg ja auch mal anwächst und dann auch mal wieder sinkt, je nachdem, wie viel eben diese Kundenkategorie typischerweise standardisiert eben verbraucht. Das ist ein Verbrauchsverhalten, was wissenschaftlich mal untersucht wurde und zusammengefasst wurde. Ein Haushaltsverbraucher verhält sich halt anders als ein Gewerbeverbraucher. Und dementsprechend wurden standardisierte Lastprofile, daher kommt auch der Name Verbrauchslastprofile, für verschiedene Kundengruppen aufgestellt. Natürlich wurden diese Profile unter Berücksichtigung von Saisonschwankungen und auch den Wochentagen angelegt, weil zum Beispiel ein Haushaltsverbraucher an Werktagen typischerweise sich doch anders verhält als am Wochenende. Einfach weil am Wochenende der Verbrauch später losgeht oder weil er auch tagsüber hoch bleibt, weil man eben nicht auf Arbeit fährt. Und genauso gut eben bei verschiedenen Gewerbekunden am Wochenende deutlich weniger oder gar kein Verbrauch anfällt, während werktags da richtig viel läuft. Das sind eben so Unterschiede, die auch aufgestellt wurden. Im Winter verbraucht man anders Energie als im Sommer und dementsprechend gibt es da verschiedene Änderungen in diesen Standardlastprofilen. Diese Profile wurden, wie erwähnt, für verschiedene Kundenkategorien angelegt, natürlich für den Haushalt. Das ist für die Energiewirtschaftler bekannt, das H0-Profil. Das Haushaltsprofil ist auch relativ klar verständlich, irgendwann früh geht es halt mal hoch im Energieverbrauch, weil man wacht halt auf, man macht den Toaster an, die Kaffeemaschine an und das Licht. Und dementsprechend hat man etwas mehr Verbrauch. Dann wird es weniger Verbrauch, weil man wahrscheinlich das Gebäude verlässt und weil man auf Arbeit fährt und deswegen zu Hause kein Verbrauch mehr stattfindet. Dann abends geht der Verbrauch wieder hoch, der Fernseher ist an, der Ofen ist an, das Licht natürlich und irgendwelche anderen Geräte auch noch. Und über die Nacht hinweg geht der Verbrauch wieder runter, geht aber nie auf Null, weil wir natürlich nachts Standby-Geräte haben, der Kühlschrank und so weiter. Und dementsprechend ergibt sich daraus ein standardisiertes, normiertes Lastprofil, welches eben als Standardlastprofil für den Haushalt H0 einmal festgelegt wurde und so eben auch verwendet werden kann. Darüber hinaus gibt es natürlich verschiedenste Lastprofile für Gewerbekunden, weil es da eben auch ganz klar unterschiedliche Verbrauchsverhalten gibt. Eine Bäckerei zum Beispiel hat deutlich früher einen richtig hohen Energieverbrauch, der dann über den Tagesverlauf hinweg eher nur noch entspannt ist. Demhingegen hat ein richtiger Einkaufsladen einen sehr gleichbleibenden Verbrauch von, sagen wir mal, 8 bis 20 Uhr. Und ein Friseur hat nochmal ein ganz anderes Verbrauchsverhalten, was ein bisschen eher schwankt. Und dementsprechend kann man eben je nach Kundengruppe so ein Lastprofil sich besorgen. Die sind normiert und werden vom Branchenverband, vom BDW zur Verfügung gestellt und werden eben dann auch wissenschaftlich immer wieder mal angepasst und erweitert. Und das Ganze kann man dann eben auf seine Kundengruppen anlegen und hat jetzt ein wahrscheinliches Verbrauchsverhalten parat. Wenn man das Ganze jetzt noch mit der Verbrauchsprognose, also der tatsächlich prognostizierten Energiemenge, die dann über das Jahr hinweg verbraucht wird, zusammenwirft, dann hat man ja eine auf den Tag runtergebrochene Energiemenge und einen Tagesverlauf, wie diese Menge dann auch zustande kommt. Und dementsprechend kann man ganz gut prognostizieren, zu welcher Uhrzeit man welche Energiemenge zur Verfügung stellen muss. Solche Profile sind notwendig, weil wir natürlich noch nicht überall eine richtige Live-Energiemengenablesung machen können. Das ist dann irgendwann mal mit Smart Metern gedacht. Und aktuell gibt es das auch schon bei großen Industriekunden. Das ist dann die sogenannte RLM-Zähler-Thematik, die registrierende Lastgangmessung. Da gibt es dann praktisch Zähler, die jede Viertelstunde die Energiemenge messen und über zum Beispiel eine UMTS-Verbindung an den Messstellenbetreiber schicken. Dann braucht man natürlich keine Prognose mehr, weil man hat ja für jede Viertelstunde echte Ablesung. Das ist aber für die normalen Haushaltskunden und für normale Gewerbekunden gar nicht vorgesehen, sondern eben erst irgendwann mal über die nächsten Jahre, wenn das Smart Meter Rollout losgeht. Und genau deswegen brauchen wir bisher Standardlastprofile. Und bei den Standardlastprofilen gibt es nochmal eine Unterscheidung in synthetische Lastprofile und in analytische
mythische Lastprofile. Die synthetischen Lastprofile sind im Prinzip das, was ich jetzt gerade so erwähnt habe. Man hat halt so ein Tagesverbrauchsverhalten für den einzelne Kundenkategorie. Die wird dann eben hochskaliert mit der Jahresverbrauchsprognose und dann kann man sich vorstellen, wie viel Energie wohl insgesamt verbraucht werden wird. Demhingegen gibt es das analytische Lastprofil. Das funktioniert ein bisschen anders. Da nimmt man die Gesamtenergiemenge, die jetzt gemessen wurde, die also bereits jetzt stattgefunden hat, und jetzt bricht man die auf bestimmte Kundengruppen oder regional eingegrenzt herunter. Das heißt, man weiß, man hat jetzt eine Energiemenge, die für einen bestimmten Ortsteil nur gemessen wurde. Und jetzt weiß man ja, welche Arten von Kunden sind in diesem Ortsteil ansässig. Das heißt, wir haben dort meinetwegen 10 Haushalte und noch einen Laden. Jetzt kann ich die Gesamtenergiemenge sehr gut auf 10 typische Haushaltskunden und einen Gewerbekundenladenprofil praktisch runterbrechen und kann mir jetzt sehr gut vorstellen, wie wohl das konkrete Verbrauchsverhalten mit der konkreten Energiemenge von den einzelnen Kunden ist. Und dementsprechend habe ich eine Analyse über ein konkretes Verbrauchsverhalten anhand tatsächlich gemessener Werte. Also kann man jetzt eigentlich unterscheiden, das synthetische Lastprofil ist eine Prognose der Energieverbräuche hochgerechnet auf alle Kunden, während das analytische Lastprofil die bereits gemessene Gesamtsumme der Energiemengen ist, heruntergebrochen auf den einzelnen Kunden. Synthetisch eignet sich halt für die Gesamtkundenmenge, während sich das analytische Lastprofil vor allem dann anbietet, wenn man tatsächlich eine Analyse machen möchte für einen bestimmten Ortsteil, um zum Beispiel repräsentative Verbrauchsverhalten messen und zuordnen zu können. Dann macht das analytische Lastprofil sehr viel Sinn. Und das ist jetzt eben auch schon das Standard-Lastprofil. Es ist eben ein standardisiertes Verbrauchsverhalten einer bestimmten Kundenkategorie über den Tagesverlauf hinweg. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema habt, dann schreibt die unten in die Kommentare. Wenn ihr euch allgemein mit der Energiewirtschaft etwas weiter beschäftigen möchtet, geht auf energiewirtschaft-einfach.de. Da gibt es jede Menge Beiträge. Hier gibt es jede Menge Videos. Da gibt es auch neue E-Books. Und wenn euch das interessiert, einfach mal reinschauen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, kommentiert ihr einfach drunter. Abonniert den Kanal, liked dieses Video und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.